Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Never Alone. Wir spielen jetzt das kleine und süße DLC Foxtails. Ja, ich bin mal gespannt darauf, ob die Geschichte irgendwie weitergeht oder ob wir eine neue erleben werden. Nicht anders zu erwarten haben wir auch hier Kulturrückblicke. 5 sind es an der Zahl, einen haben wir schon freigeschaltet. Und den spiele ich natürlich direkt ab. Viel Spaß. In 1964, my grandfather, Appa Willie Godun Sr., Punic, he was invited by archaeologists and anthropologists from Brown University. He was invited to the Onion Portage site, this ancient sacred site of the Anupac people. And it was really special for my grandfather to be included in that kind of thing because it showed the respect they had for him, for his knowledge, for what he had to offer. And while they were there, while they were camped out there, when they had some quiet time, he told some stories. One of the stories that my grandfather told was the story of the Coastal Brothers. These two brothers, they have their own particular skills. They go out to the Noatak River area and they go to try to challenge and hopefully defeat this giant mouse who is destroying everything in its path. The development team really took a great interest in the story that my grandfather told because it really enhances those themes that we found in Never Alone. One of interdependence, another of Anupiaq values, love of our elders and of our land and of our traditions. I mean, it helped to really bring that out. And so that's one reason why it really captivated the interest of the team. Sehr schön, also eine neue Geschichte. Lasst uns beginnen. Ilisimagiga atla unipkak utukkanat kekektarumit ukotigisukangat tusasimagiga paningmin. Immagok ilan narek tamani neksuk atosik nakinminte tarim sinyanin agiksimarok ilakata asin inyunahuni kiktarugmi iglo pilgupluni anak takmata angunel gupluni lo ilangat purralgu neksuk Ilan narik tapkok iksitsuk. Supayami ikaw matrong tarik ipnat chemin kiriktarong mun. At ugurut ukpigoramig ang ahoting. Ilokating pilgupluting suli sanggipluting. Es gab einmal zwei Brüder. Der eine Bruder lebte an der Küste, der andere Bruder lebte bei Kotzebü? Ich möchte nichts Falsches sagen. Ach, ich bin ganz gespannt. Okay, Romy, inyuna kahoting. Inuit aniraktut ibrilegora meknin. Kinyarik samun upengakratmun. Mhm. Upinga krakman supayak umagaktok. Oh, wie süß. Oh, der Fuchs wieder. Ach, wir spielen die beiden wieder. Oh mein Gott, wie geil. Rennen. Oh. Ja, würde mich nicht wundern, wenn ich sofort beim ersten Mal sterbe. Oh, wie schön. Ja, das läuft noch nicht so gut. Janarik wechagaktut, usiksimakura kahotik ibrulik mikne akuni. Pigo hutink, utokkanat ukotigisukangat, kamagira kraip lugu, angugora payak. Thank you.
Sarvam asi ollo di blugu avingorak. Oh nein. Oh. Ach, so, okay. Ich muss... Ah. Ich habe noch nie gepaddelt. Oh, wie süß, wie sich der Fuchs immer bückt, wenn sie hier... Das ist ja geil. Ah, das hat mir beim ersten Spiel so... Agnorak sakuhuni angorlogtuk. Aglan avingorak ayuaniktuk ilingiknin. Ah, ich muss den Charakter wieder wechseln. Hoppala. Na, komm. Ist gar nicht so einfach. Okay. Lass mich raten, wir müssen schwimmen. Ja. Na, scheiße. Okay. Ach, es geht schon wieder gut los. Ey, das hat mir ja beim ersten Mal so das Herz zerrissen. Wieso? Muss ich den vielleicht nach unten ziehen? Das Herz zerrissen, als der Fuchs gestorben ist. Ich weiß nicht. So, jetzt aber. Komm. Ja, nach unten. Geht doch. Mhm. Hui. Ach ja, B und dann zack und zack. Da kann ja noch was werden hier. Ich kann um jetzt zu sch- Ach, wir müssen springen, okay. Hui. Das war nicht schlau, war nicht durchdacht, ne? Nein! Ah, fuck. Ja, gar nicht durchdacht. Warte. Wir können ja hier wieder durch. Ich kann gar nichts sehen. Können wir wieder hoch hier? Nee, da sitze ich fest, oder? Wieso kann ich denn jetzt hier nicht... Ich kann hier nicht wieder zurück schwimmen. Ja, schwimmen wir erst mal ein bisschen. Wir werden doch sicherlich jetzt sterben. Das war doch bestimmt nicht so geplant, oder? Wir werden sterben. Ja. Tot. Okay. Das kann ich besser. Ja. So, jetzt wechseln wir erstmal. Nee. Quatsch, sie ist richtig. Sie muss als erstes da durch. Glaube ich zumindest. So, und er? So. Müssen wir noch auf unseren Fuchs warten? Ich bin mit Mietlu, dann machen wir Blügel, aber in Norak. Kennt ihr gerade, da brenne ich sich um Kangane? Oh Gott. Wir müssen warten. Oje.
Oh Gott, Gott. Oje. A glan of Ingora exhibit unikimoktok. Okay, ich bin gleich, ich muss den Fuchs benutzen. Ah, da unten sitzt nämlich was, ist da? Was ist das denn? Ui, 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 ui. Oh, das war falsch. Ah, okay, okay, okay. Ob das richtig war, weiß ich jetzt nicht. Sieht auf jeden Fall so aus. Das sehe ich gerade. Mhm. Ja, doch, jetzt können wir hier so durch. Um schneller zu schwimmen. Achso. Scheiße. War der Fuchs auf einmal tot? Nein. Gottele. Um schneller zu schwimmen. Ich hab das schnell gedrückt. Upsala. Er hat es nicht nach unten gekommen. Da bleibst du jetzt mal, kommst du jetzt wohl mal drunter, ey? So, um schneller zu schwimmen. Ach, schon wieder! Ich, warum erschrecke ich mich jedes Mal? Das macht immer so ein komisches Geräusch. Das tut mir in die Ohren. Ich bin doch schnell Ach, ich glaube, ich muss andersrum. Ich glaube, ich hab's. Zack, erstmal hier durch. So. Oben rum, würde ich mal sagen. Klar, das ergibt auch Sinn. Bitte, 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 bitte. Gott sei Dank. Ja, das ist sehr gut. Komm, mein kleiner Freund. Ich jetzt wieder ins Wasser springen? Okay. Und wieder tauchen? Das ist jetzt hier so ein Tauchspiel. Ui. Oh, ich glaube, der war falsch. Ich glaube, wir hätten nach oben gemusst oder nach unten. Ach so. So nach dem Motto, jeder Weg führt nach Rom. Mhm. Ich brauche wieder meinen Fuchs. Okay. Da könnte was sein. Ah, na, 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 na. Hm. Erstmal vielleicht hier rein. Sakuguding utruk kalak tut umemik dut.
Iyangat ikayutik sangat sak besok. Oh, hallo. At jutik iplugu annek sutik sangat nek. Okay. Ich kann das nur werfen. Objekt werfen, ja, aber wohin? Ich werf's mal im Wasser. Ins Wasser meine ich. Okay. Cool. Jetzt ist das verstopft und wir können weiter. Das ist ja auch mal geil. Was ist der nächste mit so einem Stein? Also müssen wir den da wahrscheinlich zumachen. Gib mir den Stein her. Ja? Also, der fließt da jetzt nicht hin. Scheiße. Ach, guck mal, er holt ihn einfach wieder da raus. Boah. So schnell geht das hier. Das funktioniert aber nicht. Ich kann nicht. Ach, ich weiß wie. Den hier nehmen und hier runterwerfen. Dann müsste der jetzt da so runterkullern. Ja. Perfekt. Jetzt wird der rausgeblasen. Und dann können wir jetzt hier durch. Und sind von den Monstern geschützt. Oh. Hi. Hui. Hoppala. Nein. Das war ein bisschen blöd von mir. Ja, der Fuchs macht's vor, wie es eigentlich gehen sollte. Ich bin zu voreilig. Definitiv. Ich muss mehr Zeit aufbringen. Und jetzt. Jawohl. Jawohl. Und jawohl. Oh, war knapp. Ach, der hat da noch einen Stein für mich, okay. Ich lasse einfach mal fallen. Müssen wir natürlich wieder zurück. Ach, die Geräusche, die der Fuchs macht, sind immer so süß, wenn er klettert und da nicht hochkommt. Ach so geil. Ach so. Hier ist ja schon das Bödele. So. Nalup kisuhutik. Pakai cek kisip magaan awing ngorok. Ui. Das ist aber eine böse Maus. In einem anderen Dorf, einem Dorf namens Noatak, erzählten sich die Bewohner eine Geschichte über eine Schlucht,
Jedes große Schiff, das den großen Fluss nach Noatak hinauffuhr, wurde genauso verschluckt. Ja! Na, da war zu weit. Gib mir einen Stein. Ich weiß doch nicht. Was ich damit soll, aber wir haben erstmal. Ja, das kann doch lustig werden hier mit dem. Ah ja. Okay. Scheiße. Muss ich anders hin. Jetzt muss ich erstmal wieder zurück und den Stein holen. Gib her. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Weil das scheiß Boot weg war. Dreh dich doch einfach mal um, Mädel. Danke. So, jetzt gib den Stein her. Schmeiß ich jetzt aufs Boot. Spring selber drauf. Nein. Wir fahren vorwärts. Das ist mit den Sticks gar nicht so einfach zu machen. Na, na, bitte, 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 bitte. Jawohl. So. Der Fuchs macht das jetzt mal alleine. Ui. Oh, der kann auch durch. Wunderbar. Warum steigt der jetzt nicht auf? Ah, ich muss erstmal wieder überlegen. Ah, da steht das. Das ist ja jetzt Kacke. Ja, super. Oh. Jetzt wirf doch nicht immer so weit, Kind. Och, die macht mich wahnsinnig. Na, geht doch. Rein ins Boot. Huchala. Na, ja, ist gut. Ich bin wieder da. So, wir müssen das jetzt da unten reinwerfen.
Glaube ich zumindest. Glaube ich. Ja, roll, meine ich. Scheiße, das hat nicht funktioniert. Okay. Also muss Fuchs erstmal runter. Jawohl. So. Dann kann Mädchen. Ja, super. Ah, dieses Kind riecht mich auf. Ja. Ich versuche gerade sehr locker zu bleiben, aber es fällt mir echt schwer. Ich sage ja, so schön solche Jump'n'Run-Spiele auch sind, so wie hier Ori und The Blind Forest, desto beschissener sind die in der Steuerung und beim Spielen. Ich weiß nicht, es ist nicht mein, sagen wir es mal so, nicht mein Ding. So. Was? Okay, jetzt werde ich langsam wütend. Jetzt werde ich langsam richtig wütend. Ja. Jetzt nimm den Scheißstein und wirf ihn in das Boot. Ja. Geht doch. Und nun kann er wieder runter, glaube ich. Ja gut, das ist klar. Ah ne, da hinten, genau. Jetzt kann er da durch und den da nach unten ziehen. Ilan nare igler senyak tuk argot mon no tam kungani ismaluk senyak huting. War ich so schön am Rudern? Wir müssen abspringen. So eine Vorwarnung wäre mal super gewesen. Ah ja, ich sehe schon kommen. Kapekpangarut duna kemun tikit mata inyuk somun kiviromun kungmun. Das war ein bisschen doof, ne? Nee, ich hab nicht getroffen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte. Ich muss mal... Pass auf, doch, Ding... Ja, komm, spring da runter jetzt, ey. Pass auf, den können wir nehmen. So, stopp. Jetzt bin ich wieder zu weit.
Das kann noch lange dauern. Ja, schöne Sache. Ich glaube, ich muss das alles einzeln machen. Aber meine Lieben, ich muss jetzt erstmal Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.